Jo, servus Leute, hier mal wieder Defcon am Start mit einem neuen Video. Heute mal das Spiel Tap Boss. Vielleicht kennst du ein oder andere, es ist ein sehr beliebtes Spiel im Play Store. Aber ich dachte mir, warum nicht? Stellen wir mal wieder ein Spiel vor. Und ja, dann gibt es hier einmal das Tap Boss. Ich werde jetzt auch gleich beginnen. Und das Spiel geht halt darum. Sorry, dass ich bei mir ein bisschen, ich habe gerade Schnupfen ein bisschen. Also ihr müsst Gewicht nehmen. Es gibt 1000 Tage. Die müsst ihr schaffen. Und es kommt immer nach jeder Runde sozusagen ein Level. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommt ihr wieder weiter und weiter. Und wenn ihr bei 1000 seid, habt ihr das Spiel durchgespielt. Ziemlich aufwendig. Ihr seht ja auch, manchmal kriegt ihr hier so Kisten, wie ich zum Beispiel 109,3B. Das Spiel ist ziemlich genial, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mal eine Runde zocken, also falls es langweilig ist oder sonstiges. Da möchte ich noch erwähnen, falls ihr mal wieder ein Video sehen wollt mit Jara Abfeld, der auch mal wieder weg am Start ist hier. Was geht, meine Leute? Lasst auf jeden Fall mein Abo da. Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich möchte auch gleich sagen, wir haben sozusagen, also wir sind ja echt gute Freunde und wir sind halt da zusammen gerade in Berlin. Deswegen kommt dieses Video jetzt nicht hier so lange. Ich werde auf jeden Fall wieder daheim The Giant, der Eisenacher oder Stand of Evil zocken. Schreibt einfach in die Kommentare, lasst ein Like da. Ich habe auch noch ein Real Life gemacht und kann auch noch einen Live-Kommentar machen. Schreibt, wie gesagt, immer wieder fleißig Kommentare, Fragen, was ihr zu mir oder zu meinem Freund Tiara Apfel wollt. Der wird auch beim nächsten Video dabei sein. Ja, also wie gesagt, zum Spiel selber kann man jetzt nicht mehr so viel sagen. Man kann hier unten upgraden, hier gibt es Helden, verschiedene. Also könnte man sich so verbinden zu Clash of Clans. Gibt auch Helden, die kämpfen durch. Unit sind verschiedene Charaktere, die du freikaufen kannst. Das sind so wie die Truppen. Sie kommen, greifen an und dann kommen sie später wieder. Also sie laufen immer neu, machen, sind suizidgefährdet auf Deutschland. Hier kann man seine Kram steigern. Die werden wir jetzt auch ordentlich mal hochhauen. Kann man die jetzt drücken. Du kannst sie auch automatisch. Hammer, Kristall, Donner, Horn, Schwert, Wolf und Axt. Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Und wenn ihr sehen kann, Zeitreise würde ich nicht empfehlen. Da könnt ihr speziell Dungeon machen, aber das sage ich dann später mehr. Da gibt es Relikte. Das sind, ihr könnt spezielle Fähigkeiten anfertigen für eure Charaktere oder auch für euch selber. Also das Touchpad, könnte man sagen. Da gibt es automatisch Tab und so. Könnt ihr auch verbessern, alles mögliche. Also braucht halt Relikte und damit könnt ihr dann Sachen upgraden oder neue hinzufügen. Und dann gibt es noch den Shop. Würde ich nicht empfehlen, das braucht man nichts erklären. Man kann hier Sachen kaufen und ja, ist nicht so wirklich. Aber ich mag es allgemein ja nicht, in Spielen Sachen zu kaufen. Aber das ist ja jetzt nicht ihr Hauptthema über mich. Dann gibt es hier oben die Erfolge, da haben wir auch gleich mal einen freigeschalten. Das passt ja super zum Video. Fähigkeitsverwendung, zum Beispiel da seht ihr hier die Anzeige, was ihr braucht. Und das ist so wie bei Clash of Clans, einfach Sachen annehmen. Ihr kriegt immer mehr und mehr Fortschritt. Das Spiel, ja, wenn ihr den Boss nicht geschafft habt, zum Beispiel, könnt ihr auf Boss Attack drücken, kriegt doppelte Punkte. Hast du auch noch Lust, was zu sagen, Tia Rapfel? Ja, also ihr könnt auch in der Zeit zurückreisen und ihr bekommt verschiedene Sachen dafür. Habe ich leider jetzt in meinem Video nicht erwähnt. Aber ich mache über Tap Boss eh noch ein Video. Ja, wie gesagt, beim Zeitreisen bekommt ihr Relikte oder verschiedene anderen Sachen. Und Dungeon Start könnt ihr erst machen, wenn ihr Zeit gereist seid, dann kommt ihr auf Day One wieder, aber bekommt auch Sachen dafür. Genau. Ja, noch eine kleine Information. Wenn ihr wollt, dass ich mal so einen Tag mache, so ein Playday. Das heißt, ich spiele jedes Spiel, was ihr mir in die Kommentare schreibt, dann werde ich das mal so einen Tag mehr oder weniger durchmachen. Können wir ja mal ausprobieren. Also falls ihr da irgendwelche Spiele habt, egal ob sie pervers, brutal oder sonst was sind, ist mir wurscht. Muss man halt zensieren, aber mein Gott, Leute, für euch mache ich das. Also, spritzt die Kommentare ab. Nein, ach was. Haut rein, Leute. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr da so für Spiele habt, weil ich denke mal, jeder kennt so sein ein oder anderes Spiel, was man mal gezockt hat. Ja, wenn ihr dann genügend Likes da lasst, so, wie viele Likes wollen wir sehen, die Arapfel? Keine Ahnung. 20 Likes. Okay, dann machen wir mal so 20 Likes wollen wir sehen, dann mache ich ein Real-Life-Video. Also ich bin ja zurzeit in Berlin, morgen ist schon wieder Abreise. Schade, aber was soll's. Und ja, da kann ich dann auch noch mein Real-Life-Video hochladen, weil ich habe ja ab und zu mal ein bisschen was gefilmt, halt für Familie und alles. Und kann ich halt auch für andere halt mal hochstellen, ist ja nicht kein Problem. Ja, das war's dann auch mal wieder mit diesem Video.
Haut rein, Leute. Zockt nicht so viel. Ciao.